Ich denke, dass die meisten hier im Raum sich schon mal irgendwann in ihrem Leben mit der Frage beschäftigt haben, gibt es sowas wie einen freien Willen, oder? So eine Klassikerfrage, die immer wieder auftaucht. Und Leute können natürlich da Meinungen vertreten, Ansichten vertreten, auch sehr gerne vehement gegeneinander. Und jetzt im Buddha-Dharma, der buddhistischen Lehre, der Buddha war etwas vorsichtiger, wenn es um das Thema, um dieses Thema ging. Der Wille spielt natürlich eine wichtige Rolle, denn vor allen Dingen beeinflusst der Wille und unsere Motivation, unsere Absichten, die dann eben münden in verschiedene Formen des Handelns, also physisches Handeln, verbales Handeln und natürlich auch mentales Handeln und in Form von Bestätigen, Bestärken und so weiter oder Abschwächen, je nachdem, womit man sich gerade beschäftigt. Und ich denke, in diesem Zusammenhang ist es ganz interessant, sich vielleicht ein paar Gedanken zu machen über das Thema von Kamma oder Karma. Das Wort habt ihr bestimmt alle gehört, denke ich. Es ist mittlerweile ja auch in Wörterbüchern eingetragen. Ich erinnere mich, im englischen Oxford Dictionary ist das schon vor über 20 Jahren, war das schon drin. Ich weiß nicht, ob es im Duden ist mittlerweile. Keine Ahnung. Aber es zeigt einfach, dass bestimmte Worte aus dem, gerade aus dem indischen Kontext, eben auch aus dem religiösen oder spirituellen Kontext Eingang gefunden haben in unser Leben, hier in unsere Kultur. Aber eben, was damit oft gemacht wird, ist dann eine andere Sache, ne? Und oft gibt es eben auch große Missverständnisse, was dieses Thema Karma angeht, wo man dann gewisse Interpretationen nimmt, die so eher vielleicht darauf zurückgehen, auf die Menschen, die vielleicht diesen Begriff zum ersten Mal im Westen vorgestellt haben. So wie ich mich erinnere, waren das die Theosophen Anfang des letzten Jahrhunderts. Und da ging man normalerweise davon aus, dass Karma so etwas sei, fast wie so etwas, was einem Fatalismus nahe kommt, etwas, was geschickt ist. Mit dem sind wir geschlagen sozusagen. Das ist unsere Bestimmung, so eine Bestimmungslehre und so weiter. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass viele Menschen eben diese Auffassung übernommen haben und davon ausgehen, dass also Karma so etwas ist wie eine fatalistische Haltung, das eben als Schicksal manchmal einfach auch bezeichnet wird. Karma ist Schicksal. Das ist halt mein Karma, kann man nichts machen. Ne? Das ist mir geschickt worden. Und ich finde eigentlich besser, wenn man sagt, anstatt Schicksal, Schaffsal, ne? Jemand, irgendein cleverer deutscher Philosoph hat mal dieses Wort geprägt, das Schaffsal anstatt Schicksal. Was kommt nämlich der Sache, der Bedeutung des Wortes Karma sehr viel näher, wenn wir davon sprechen, dass etwas gewirkt wird, etwas geschaffen wird, etwas getan wird eben. Und das Wort Karma hat eine sehr starke Verbindung mit dem Wort Karoti im Pali, das bedeutet so viel wie tun, machen, sogar arbeiten. Es geht angeblich auf dieselbe Wurzel zurück. Und das sind ganz klare Hinweise, womit wir es zu tun haben, ne? Wenn wir von Karma sprechen, da ist etwas, wird etwas in Gang gesetzt, da wird etwas bewirkt, da wird etwas getan. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, das besteht immer eine Intention, eine Motivation dahinter. Es ist immer ein Wille, ne, der da die Welt bewegt sozusagen und sich dann auf verschiedenste Art und Weise äußert. Wenn man natürlich jetzt die Haltung hat, dass das Karma etwas ist, so quasi ein Schicksal, ich meine, dann bräuchte man sich mit solchen Dingen wie geistiger Schulen so gar nicht zu beschäftigen. Ne? Denn es ist sowieso alles vorbestimmt und vorgeplant für uns. Wir können uns, vielleicht wäre es für manche Menschen noch sogar eine recht gute Nachricht. Ne? Es ist sowieso alles geplant. That's an easy time. Ne? Oft geht das auch sehr gut einher mit der materialistischen Auffassung des Lebens, dass man sowieso nur dieses eine Leben hat. Und so weiter, dann ist alles vorbei. Puff. Alles verpufft. Nicht nur der Körper verpufft, auch jegliche geistige Impulse und so weiter, geistige Eindrücke, geistige Kontinuum, alles löst sich in Luft auf sozusagen. Und da würde jetzt eben natürlich der Buddha Einhalt gebieten und sagen, das ist eine völlig falsche Auffassung, denn wir können ja unseren Geist entwickeln, wir können ihn entfalten, wir können wirken auf eine Art und Weise, dass wir uns mehr zum Heilsamen, zum Förderlichen zuneigen in unserer Lebensweise. Dass wir eben Karma wirken, was dann auch die entsprechenden Resultate hat. Und
Man kann nicht alles nachverfolgen vielleicht, weil das Thema von Kammersession auch sehr komplex werden kann. Aber wir können sehen, wenn wir unserem Leben eine heilsame Orientierung geben, wenn wir ethische Integrität an den Tag legen, so etwas vielleicht sogar betreiben wie Geistesschulung, dann hat das auf lange Zeit eine Wirkung und normalerweise eben auch eine heilsame Wirkung. Das Bewusstsein, unser Geist, unser Herz erhält sich, es wird uns leichter ums Herz, wir schleppen nicht so viel schwere Gewichte und Probleme mit uns rum und so weiter. Ich denke, das sind alles Dinge, die man durchaus feststellen kann. Da muss man nicht in den Bereich der Spekulation verfallen und Vermutungen anstellen, sondern das ist durchaus empirisch nachprüfbar. Von daher eigentlich eine sehr gute Sache und ich denke, spricht gerade auch westliche Menschen sehr an, wenn also wir jetzt die Kammerlehre auf diese Art und Weise versuchen darzulegen, dann ist es eigentlich, für mich ist es eigentlich eine sehr offensichtliche Sache. Ne? Es geht nicht um Glauben, irgendwelche Glaubensmaxime, dass man die Kammerlehre glaubt. Natürlich oft ist das ein bisschen einladend, weil Kammer oft mit dem Thema der Wiedergeburt direkt in Zusammenhang gebracht wird. Und dann wird die Sache für viele kritische westliche Geister schon etwas heikler. Denn sie haben dann oft das Gefühl, dass man jetzt entweder glaubt, es gäbe Wiedergeburten oder eine Wiedergeburt oder es gibt keine. Denn wer weiß das schon? Ne? Wer weiß das schon mit Sicherheit? Er kann das im Brustton der Überzeugung sagen. Außer vielleicht diejenigen von uns hier in diesem Raum, die schon ihr Bewusstsein sehr in seinem sehr hohen Grad entwickelt haben, dass sie also solche Gesetzmäßigkeiten aus der Innenschau, aus tiefen meditativen Versenkungen heraus sehen können, wie zum Beispiel der Buddha und einige seiner Nachfahren, seiner edlen Schüler, die diese sogenannten drei Wissen oder drei Erkenntnisse gehabt haben. Und die ersten beiden sind eben, dass man zunächst einmal sehen kann, das Entstehen und Vergehen von Wesen aufgrund ihres Kammas, aufgrund ihres Wirkens. Und er konnte auch in Bezug auf sein eigenes Leben zurückschauen und sehen, genau sagen, in diesem Leben war ich die und die Person, in diesem Leben war ich dieses oder jenes Wesen, sogar tierische Wesen sind natürlich da mit drin und mit gemeint. Und das dritte Wissen, die dritte Erkenntnis ist das Erwachen, das vollständige Erwachen. Also man hat es da schon mit einer ziemlich hohen Messlatte zu tun, wenn wir also darüber sprechen, wer wirklich also jetzt gerade über diesen Aspekt der Wiedergeburt aus der eigenen Erfahrung reden kann. Aber das soll uns jetzt vielleicht heute Abend weniger beschäftigen, das Thema der Wiedergeburt. Mir geht es mehr um das Thema von Kamma selbst, das Kamma, was wir hier wirken, was wir hier tun. Und man sagt ja auch gemeinhin, dass der buddhistische Weg, konkreter der edle achtfache Pfad, diejenige Art von Kamma ist, die zum Ende von Kamma führt. Oder man kann auch sagen, die Meditation, ne? Auf Tiefenwirkung angewendet, tiefste Formen der Meditation und Kontemplation können dazu führen, dass wir an das Ende von Kamma gelangen. Das mag sich vielleicht auch ein bisschen mysteriös anhören für manche Ohren. Ne? Es ist damit gemeint, Ende von Kamma. Hören wir irgendwann auf, überhaupt zu wirken? Sind wir irgendwie so, gehen wir so rum wie so Zombies, die nichts mehr tun und nur so gaga in der Weltgeschichte herumlaufen, haben ihr Kamma beendet? Das ist natürlich nicht damit gemeint. Sondern was damit gemeint ist, dass überhaupt keine Bedingungen mehr vorhanden sind, dass sich also eine neue Manifestation, in welcher Form auch immer, dass sie stattfinden kann. Da tauchen wieder eine andere Frage auf. Da taucht zum Beispiel die Frage auf, ja, wollen wir das denn überhaupt? Ne? Wollen wir an den Punkt oder dahin gelangen, dass keine weitere Manifestation stattfindet? Also dass wir nicht mehr erscheinen, in irgendeiner Welt, in irgendeiner Form. Schlechthin, ne? Das ein für alle Mal jegliches Wirken und dann auch wieder erscheinen, das ist natürlich dann sehr eng miteinander verknüpft, dass das dann wirklich zu Ende ist. Also da merkt man schon, man kommt immer wieder in die Nähe von diesem Thema dessen, was eben das Resultat ist, wenn man sein Kamma wirklich beendet hat, wenn es kein neues Kamma mehr gewirkt hat. Aber auch da, dass wir eher vorsichtig sind mit den Spekulationen, ne, was dieses Thema angeht und zu sehr darüber zu spekulieren, ja, wie könnte das passieren, wie könnte das sein und wie stelle ich mir das überhaupt vor, ne?
nicht mehr zu erscheinen. Das sind dann oft Dinge, die einfach unserem begrifflichen Geist auch gar nicht so zugänglich sind. Und ich denke von daher auch besser, das sein zu lassen, in so spekulative Gedanken zu verfallen. Und dann manchmal wird so salopp gesagt, praktiziere einfach den Dhamma und überlasse den Rest dem Karma. Das ist viel einfacher. Dann hat man irgendwie so diesen ganzen Komplexitäten und den Problemen, die wir manchmal mit unserem Denken in solche Themen hineinbringen, ein Ende gesetzt. Ne? Wir besten Wissens und nach unserem besten Vermögen praktizieren wir Meditation, die Geistesschulung und so weiter und vertrauen darauf, dass das längerfristig gute Wirkung haben wird. Aber nicht nur Vertrauen, eben, wie ich eben gesagt habe, wir können es auch sehen und bemerken. Ich denke, wir sollten es bemerken. Es sollte nicht einfach nur blindes Vertrauen sein, davor hat der Buddha sowieso auch immer gewarnt, blind zu vertrauen einfach, sondern das Vertrauen sollte immer auch mit Weisheit gepaart sein, mit Einsicht. Dann kommt das gut, ne? Längerfristig. Dann haben wir gute Karten auf diesem Weg des spirituellen Entfaltens und Entwickelns. Zur Zeit des Buddha gab es manchmal so gewisse Zeitgenossen des Buddha, die ihm manchmal so auf den Zahn fühlten mit allen möglichen Fragen oder auch Doktrinen, die sie ihm nahebrachten. Und sie wollten wissen, wie der Buddha dazu steht oder was die Ergebnisse ihres Lebens, ihres Wirkens in der Welt ist. Und da waren mal so eine sehr kuriose Geschichte, da waren mal so zwei Asketen, also diese richtig knackige, harte Askete machten. Der eine war ein Hunde-Asket und der andere ein Ochsen-Asket. Die lebten also wirklich wie, der eine lebte wie ein Hund, lag auf dem Boden und schlabberte aus seinem Fressnapf wahrscheinlich. Und der andere lebte wie ein Ochse, muss man sich auch vorstellen. Ne? Er versuchte also so das Leben eines Ochsen zu führen. Und sie hatten die Auffassung, sie hatten tatsächlich die Auffassung, da ich durch so eine wirklich, ich meine, ich stelle mir das nicht leicht vor, wie ein Ochse zu leben. Man kann sich manchmal wie ein Ochse benehmen, das schon, aber wirklich wie einer zu leben, das stelle ich mir wirklich sehr schwierig vor. Aber sie meinten, wenn man sich solchen schwierigen Praktiken aussetzt, dann wird eben das Karma, das schlechte Karma, was sie vorab gewirkt haben, das wird abgetragen. Dadurch, das ist eine sehr verbreitete Haltung gewesen. Auch eben, wenn wir uns erinnern an die Geschichte mit dem Buddha selbst, mit seinen fünf Kumpanen während seiner Asketenjahre. Es war also ähnlich. Sie haben zwar nicht diese Form der Askese gewählt, sie waren keine Ochsen und Hunde, aber sie haben auch dem Körper eben eine ziemlich harte Zeit gegeben in der Annahme, dass das eben Karma abträgt und es irgendwann dann sich von jeglichem negativen Karma gelöst hat. Und kurioserweise, als diese beiden, dieser Hunde-Asket und der Ochsen-Asket im Buddha befragen, was ist denn das Ergebnis unserer Praxis? Kannst du es uns sagen? Gotama, du weißt doch gut Bescheid. Der Buddha wollte erst gar nicht antworten. Er war erst still gewesen und dann, wie so oft, ne, dann wird das so nochmal zweimal wiederholt und dreimal müssen dann Buddhas reden, noch ein dritten Mal. Und der Buddha sagte das, ja, wenn du ein Hunde-Asket bist und du machst deine Sache gut, du bist auch ein guter Hund sozusagen, dann wirst du in deinem nächsten Leben als Hund wiedergeboren. Wenn du deine Sache schlecht machst, dann landest du in der Hölle. Und für den Ochsen genau dasselbe. Ne? Wenn du ein guter Ochse bist, machst du es toll, dann als Ochse wiedergeboren. Und wenn du nicht so ein guter Ochse bist, dann bist du in die Hölle, dann landest du in der Hölle. Okay, das war natürlich sehr ernüchternd für diese beiden. Und es ist nicht überliefert, was die dann getan haben, ob die ihre Lebensweise geändert haben, ne, und sich von dem Buddha durch diese kurze, prägnante Belehrung haben ernüchtern lassen und zu Sinnen gekommen sind, oder ob sie einfach, ne, stur weitergemacht haben. Ich meine, die so kurios diese Geschichte ist, sie zeigt einfach, dass viele Menschen auch da heute noch manchmal so die Auffassung haben, ne? Wenn es weh tut, no pain, no gain, so nach dem Motto. Ne? Wenn es nicht weh tut, gibt es keinen Gewinn. Aber ich denke, es ist eine Auffassung, die sich nicht wirklich belegen lässt, die nicht wirklich stichhaltig ist. Es ist noch eine andere, in einer anderen Situation, da wurde der Buddha von so einem Wanderer in Indien ebenfalls zu diesem Thema befragt. Ich glaube, der hieß Sivali oder so ähnlich. Und der vertrat die Auffassung, dass alles, was wir jetzt empfinden, was wir fühlen, angenehme, unangenehme, neutrale Gefühle, dass das Resultat von unserem karmischen Wirken sei.
was denn der Buddha dazu zu sagen hätte. Und der Buddha sagte, dass das zu weit gedacht wäre, dass man das auch anders sehen könnte, auf jeden Fall. Dass zum Beispiel viele der Empfindungen, die wir haben, einfach aufgrund der Tatsache zustande kommen, dass also unsere Körpersäfte nicht vernünftig funktionieren, dass die Galle nicht richtig in Schuss ist. Die Galle wird erwähnt und Körperschleim auch zum Beispiel. Eigentlich wahrscheinlich nur Beispiele für irgendwelche organischen Probleme. Kann man die anderen Organe, könnte man durchaus auch noch mit aufzählen. Dass sich die Jahreszeiten verändern, dass wir vielleicht unachtsam sind und in Hektik vielleicht. In Thailand könnte das passieren, im Dunkeln durch den Wald gehen und wir treten auf eine Schlange drauf und haben dann das direkte Konsequenz von solchem Handeln. Und interessanterweise auch, dass eben, Überfälle, Attacken passieren können. Dass man angegriffen wird, aus heiterem Himmel, von irgendwoher, von irgendjemandem. Das sind auch Dinge, die passieren können. Und die haben jetzt nichts mit unserem Karma zu tun. Das ist also interessanterweise sogar in einem dieser Dinge, jedenfalls gerade bei diesem letzteren, mit dem, könnte man sagen, zufälligen Attacken, ist es nicht etwas, was man irgendwie verfolgen könnte, zurückverfolgen könnte, sagen könnte, ja, das musste so kommen, und so weiter. Denn es passiert sogar Menschen, die also hochentwickelte Wesen haben Unfälle, haben Verkehrsunfälle. Ich erinnere mich an ein paar tibetische Lamas, die Verkehrsunfällen umgekommen sind zum Beispiel. Ein Lama vor ein paar Jahren wurde sogar ermordet in China, den ich sogar persönlich getroffen habe, der mir sehr wertvolle Ratschläge gegeben hat, wurde in irgendeinem Städtchen in China erstochen. Und da wollte man sich fragen, hat er das verdient? Der hat so viel Gutes gewirkt, sein ganzes Leben in den Dienst des Dhamma gestellt. Wie hat er das verdient, dass da jemand kommt und ihm ein Messer in die Seite rammt? Also in diesem Zusammenhang macht das dann keinen Sinn. Aber der Buddha sprach auch davon, es gibt eben einen Aspekt in diesem Ganzen, der sich wirklich auf Karma zurückverfolgen lässt. Also nur ein Punkt in all diesen Dingen hat mit Karma zu tun. Alle anderen Dinge sind eher aufgrund eben dieser Beispiele, die ich genannt habe. Es kann das Wetter sein, es können die Wechsel der Jahreszeiten sein, Organtätigkeit und so weiter. Es hat nicht etwas damit zu tun, dass wir irgendwie etwas Negatives, Schlechtes gewirkt hätten im letzten Leben oder so. Oder in diesem Leben. Egal. Und das, denke ich, ist gut zu wissen, vor allen Dingen, um eben eine Klarheit sich zu verschaffen zwischen Kamma und Vipaka. Ich denke, das Wort, das sollte man sich ruhig merken, ist Vipaka ist eigentlich immer das Resultat, das Ergebnis unseres Wirkens. Und bei manchen Dingen können wir das eben direkt nachvollziehen und bemerken, was ist, wie es uns betrifft, wenn wir von einem negativen Geist, wenn wir mit Aversion, mit Ärger, mit Wut sogar handeln oder mit Gier unterwegs sind und vielleicht sogar richtig unethische Gefilde kommen, dass wir Dinge stehlen, uns aneignen, die uns nicht zukommen und so weiter. Dann, wenn das geschieht, wissen wir unmittelbar, was das für Auswirkungen hat. Also jetzt ganz zu schweigen von den äußeren Konsequenzen vielleicht dadurch, dass wir kriminell geworden sind, sondern innen drin, in uns, wir können es bemerken. Und natürlich haben viele Menschen, die so handeln, die auf Wut, Ärger, impulsiv handeln, die nehmen, was sie kriegen können, die der Gier haltlos ihren Ausdruck verleihen, die haben oft natürlich, meistens, würde ich sagen, zu 99% keine geistige Schulung. Sie sind sich also nicht gewahr, was sie da tun. Und dieser schöne Spruch aus der Bibel, denn sie wissen nicht, was sie tun, der findet da seine Anwendung. Man findet Rechtfertigung vielleicht für seinen Huhn, versucht das vielleicht auch vor sich selbst zu rechtfertigen, dass man Banken und große multinationale Konzerne ruhig bestehlen darf, weil die haben es ja und die haben es ja mit unlauteren Mitteln von anderen genommen, also darf ich das tun. Solche Rechtfertigungen gibt es manchmal. Aber am Ende des Tages oder irgendwann, sei denn wir nehmen eine spirituell integre Praxis auf uns, wo unser Gewissen also sich plötzlich einschaltet und wir bemerken, oh, das war nicht gut. Da habe ich mir was vorgemacht, da habe ich irgendwie eine Rechtfertigung gefunden für etwas, was einfach nicht zu rechtfertigen ist. Das war absolut unethisch, unlauter, kann man so nicht machen. Vorausgesetzt, das Gewissen funktioniert natürlich,
Interessanterweise, als ich im Juni in Berlin war, bin ich dort in der S-Bahn unterwegs gewesen und da habe ich, manchmal lese ich die Inschriften auf den T-Shirts und da hatte eine Frau ein T-Shirt an, da stand drauf: Ich habe ein reines Gewissen, ich habe es noch nie benutzt. Ich dachte, aha, mit der würde ich mich mal gerne unterhalten, was sie damit eigentlich meint. Ne? Also vielleicht einfach nur so ein bisschen, um Eindruck zu schinden. Ne? Aha, das ist mal wieder ein ganz ungewöhnlicher Spruch auf dem T-Shirt, aber ein deutlicher Hinweis. Ne? Wenigstens überhaupt sich klar zu machen, dass es so etwas gibt wie ein Gewissen, ne? Das wir als Gewissen bezeichnen. Und wir bemerken das ja auch hier in der buddhistischen Geistesschulung. Wir haben auch ein Wort dafür sogar, in Pali, Heriotapa heißt das. Heri ist also ein natürliches Schamgefühl, dass wir intuitiv sofort wissen, oh, das war nicht gut, das ist schlecht, vielleicht, was kann ich tun, um irgendwie mich vielleicht zu entschuldigen oder irgendwie dafür sorgen, dass ich das wieder rückgängig mache, ne, wenn ich über die Stränge geschlagen bin. Und Otapa ist so, auch der Blick nach außen interessanterweise, wie man von anderen gesehen wird, also dass man auch eine gewisse Scheu hat, von anderen eben im negativen Lichte gesehen zu werden. Das möchte man ja auch nicht. Ne? Wir möchten ja, dass die anderen Menschen uns lieben, oder? Oder wenigstens, wenn nicht lieben, uns im positiven Lichte sehen. Also ich kann das sagen. Ne? Ich möchte das schon. Ich möchte nicht, dass die Menschen mich ablehnen und hassen. Das gefällt mir nicht. Das mag ein bisschen vom Ego kommen, aber das nehme ich jetzt mal hin so und denke, arbeite dran, arbeite weiter am Läuterungsprozess, bis da auch die letzten Falten aus irgendwelchen egoischen Verwirrungen ausgebügelt sind. Nichtsdestotrotz, ne, ist es durchaus eine gute Idee, sich das klarzumachen. Wir haben eine Gewissensinstanz und ich denke, gerade bei Menschen, die einem spirituellen Weg verpflichtet sind, die fängt eigentlich ziemlich schnell an zu arbeiten und verfeinert sich auch. Wir werden ja mit zunehmender Kontemplation und Meditation uns unserer Motive immer mehr bewusst. Es geht immer mehr ins Detail. Wir fangen vielleicht beim Groben an. Die ethischen Grundsätze zum Beispiel, die wir hier am Anfang rezitiert haben, zu denen ich euch verpflichtet habe, wenn man sie einfach jetzt so rein auf der Textbasis runterliest, ist das keine große Sache, eigentlich selbstverständlich. Ne? Aber natürlich geht es immer auch, wenn man die Ethik im Zusammenhang sieht mit der Geistesschulung, darum, dass wir dann in die feineren Aspekte kommen. Ne? Wo entstehen die Motive, die Handlungsmotive für unethisches Handeln? Ne? Für Handeln, was uns, wenn wir genau hinspüren, wenn wir uns wirklich bewusst sind, wenn wir wirklich achtsam und bewusst sind, was uns dann leid tut und wo wir bemerken, wir schaden uns eigentlich selbst. Oder wir leiden selbst, ne? Wir leiden einfach selbst, wenn wir auf bestimmte Art und Weise handeln, was nicht eben den ethischen Ansprüchen entspricht. Aber daher, die Meditation und Kontemplation führt uns dahin, eben dorthin zu schauen, wo unsere Willensimpulse entstehen, die Motive entstehen für unser Handeln in Sprache und körperliches Handeln natürlich, aber auch im Geist. Ne? Wie wir zum Beispiel Dinge bewerten, was wir tun oder was wir nicht tun. Wie wir uns selbst sehen. Wie wir uns vielleicht in unserem, die Selbstbilder, die wir geschmiedet haben und wie verlässlich die sind. Und wie sehr vielleicht manche auch dazu neigen, sich gerne abzuwerten. Das ist auch ein Wirken, ne? Ein Handeln, ein geistiges Handeln. Wenn man zum Beispiel ständige negative Kommentare sich selbst gegenüber macht. Eben, das ist das manchmal das Tragische, die oft gar nicht bemerkt werden. Ne? Dass man sich irgendwie selbst abwertet durch mentale Handlungen. Das sind mentale Handlungen. Und wenn man es immer mehr bestätigt, immer weiter bestätigt, im Laufe der Zeit wird es zu einer Gewohnheit. Und irgendwann wird unser Charakter vollends davon eingenommen. Ne? Wir werden dann zu dem. Dieses Karma hat dann wirklich diese Wirkung in manifester Form. Wir drücken das manchmal sogar durch unsere Körperhaltung aus. Ne? Wenn ich ständig nur deprimierende oder deprimierte Gedanken über mich oder andere hege, irgendwann verselbstständigt sich das so sehr, diese Gewohnheit, dass ich
dann zu einem deprimiert aussehenden Menschen werden, mit hängenden Schultern und eingezogenem Kopf und so weiter und scheuem Blick durch die Welt marschieren. Also es gibt viele Anzeichen dafür, wie sich unser eigenes Wirken auf Dauer dann in unserer Charakterstruktur niederschlägt, ne, wie wir erscheinen in der Welt. Das ist zum großen Teil eben unser Wirken. Und ich würde vorschlagen, dass es gut wäre, wenn wir dafür Verantwortung übernehmen würden für unser Wirken. Wenn wir nicht weiterhin auf, sagen wir mal, unsere frühkindliche Erziehung hindeuten, auf unsere Eltern und primären Bezugspersonen und die verantwortlich machen, weil wir vielleicht mit irgendwelchen angeblichen Macken geschlagen sind, sondern sagen können, okay, das war so. Diese Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, die konnten auch nur aus ihrer eigenen Bedingtheit und Beschränktheit heraus handeln. Eben wiederum aufgrund ihrer mentalen Gewohnheiten, ihres gewirkten Kammers. Und ich habe eben nicht die perfekte Erziehung bekommen. Meine Eltern waren nicht Arahants, beide nicht. Aber sie haben ihr Bestes getan. Das kann ich also zum Beispiel jetzt mit Fug und Recht sagen. Es gab auch mal eine Zeit, da konnte ich das nicht so mit Brustton der Überzeugung sagen. Aber es ist schon etwas länger her. Und jetzt, bei denen sie schon länger tot sind, kann ich das mit vollem Brustton der Überzeugung sagen. Sie haben ihr Bestes getan und ich bin sehr dankbar dafür. Und die Liebe, die ich für meine Eltern habe, die ist unbefleckt. Da ist kein dunkler Fleck drauf. Und es ist schön, sowas sagen zu können. Ich hätte das, glaube ich, vor 40 Jahren nicht einfach so, noch nicht so sagen können. Und ich mache das natürlich auch zum großen Teil damit verantwortlich, dass dafür, dass ich eben durch die Dhamma-Praxis, die spirituelle Praxis, eben auf den eigenen Geist geschaut habe und gesehen habe, wo ich gerne die Verantwortung abgebe, ne, die Zuständigkeit wegschiebe auf die Einflüsse, denen ich ausgeliefert war in meine Umwelt und so weiter. Stattdessen gesagt habe, nein, mit diesem Resultat, mit diesem Kamavipaka hast du jetzt zu tun. Und jetzt ist der Moment, da ist der freie Wille, da kommt der freie Wille ins Spiel. Jetzt ist der Moment, in diesem Moment, wo ich nicht mehr auf die eingefahrenen Muster reagieren muss. Ich kann sie sozusagen auslaufen lassen, indem ich ihnen keinen neuen Nährstoff gebe, keine neue Nahrung. Manchmal kann das ein sehr bewusster Entscheid sein. Ne? Das ist mir jetzt so, wie ich gestern, glaube ich, erzählt habe in der Geschichte, wo ich bemerkt habe, wie sehr ich jede Person mit irgendeinem Etikett versehen, wertendes Etikett. Nicht nur negativ, aber doch auch. Und wie ich dann mir vorgenommen habe, nein, das möchtest du nicht mehr tun. Ne? Das ist eine gute Ansage, ein guter Vorsatz an sich selbst. Erinnert euch an gestern Aditana, die Entschlusskraft, der Vorsatz ist auch eine der spirituellen Tugenden. Und wenn man das macht, so eine Ansage an sich selbst, dann hat das auch eine Wirkung. Es kommt vom eigenen Geist, das ist also ein geistiges Kammer, was ich wirke. Und dann kann ich sehen, hat es eine Auswirkung, also überträgt sich das in mein Verhalten. Werde ich also in der nächsten Situation, in einer ähnlichen Situation, genauso handeln wie vor diesem Vorsatz? Oder bemerke ich da wenigstens eine kleine Veränderung? Und das sollte dann eben sollte dann durchaus auch nachweisbar sein. Oder ich kann es natürlich auch machen durch die Praxis der reinen Aufmerksamkeit, indem wir eben unseren Grad an Bewusstheit und das Gewahrsein und die Achtsamkeit so sehr verfeinern, dass wir immer wieder, kommen wir eben zu diesem Thema zurück, dass wir die Objekte, die Eindrücke, die Aktivitäten unseres Geistes unmittelbar schauen und sehen und sie sich nicht verfestigen lassen, die ganze Gewohnheitsmechanismen nicht gleich zugreifen lassen, sondern dass wir sie direkt entlassen können. Einfach aufgrund der Erkenntnis ihrer Vergänglichkeit, ihrer Substanzlosigkeit. Wir sind das nicht. Ne? Wir sind nicht unsere Prägung. Wir sind nicht die bedingten Phänomene, denen wir ausgeliefert waren, die wir auch mitgestaltet haben, sondern wir sind etwas ganz anderes im letztendlichen Sinne. Jetzt im Buddha-Dhamma stellt man sich weniger die Frage, wer sind wir denn dann, ne, wenn wir das alles nicht sind? Ich dachte immer, ich bin das alles, alles zusammengenommen. Aber wenn ich das nicht bin, was bin ich denn dann? Der Buddha war sehr vorsichtig, dann so eine positive Antwort zu geben, würde ich mal sagen. Also positiv im Sinne, im Gegensatz zum Negativen, sondern hatte eher so ein Via Negativa als Ansatz, wo er sagte, dies nicht, das nicht.
Das kann es nicht sein. Das ist nicht beständig. Das ist nicht zuverlässig. Das ist nicht etwas, was von Dauer ist. Es sei denn, ich bekräftige es und gebe immer wieder die neue Bestätigung. Dann entsteht der Eindruck von Dauer. Ne? Dann bin ich dauerhaft ein Ärgertyp oder ein Verblendungstyp oder ein Giertyp oder ein Eifersuchtstyp oder was auch immer. Aber wenn ich aufhöre, meine mit entsprechenden Zusatzkommentaren auch die allernegativsten Gewohnheiten weiter zu nähren, dann können wir sie entlassen, ne? Durch Einsicht und Verstehen sehen. Das sind einfach nur Gewohnheitsmuster. Ne? Unser Geist ist unser Citta ist etwas sehr Dynamisches, eine sehr dynamische Instanz. Und je nachdem, wie wir uns dem gegenüber verhalten, vom Grad der Bewusstheit abhängig natürlich, entsprechend gestaltet sich das, was in der Zukunft kommen wird. Ne? Ganz einfach. Wenn wir also lernen, loszulassen, uns nicht weiter festzukrallen an gewissen mentalen Gewohnheiten, vor allen Dingen natürlich den abträglichen, dann haben wir eher die Gewähr, dass wir also dann entdecken können, wer wir sind jenseits all dieser Dinge. Also jetzt, wenn wir es jetzt mal via positiver ausdrücken. Ne? Und wer wir wirklich sind, lässt sich natürlich nicht in Worte fassen oder in Begriffe fassen. Und manche spirituellen Traditionen haben es natürlich versucht auszudrücken und mit verschiedensten Umschreibungen, manchmal sehr komplizierten Umschreibungen, manchmal aber auch sehr simple Umschreibungen. Und der Buddha hat sich auf diese ganzen Sachen weniger eingelassen, vor allen Dingen auch ein bisschen in Distanz gesetzt zu der Tradition oder den spirituellen Vorstellungen, die vorhanden waren in der Zeit, in der Gesellschaft, in die er hineingeboren wurde. Und hat deswegen diesen Weg des Via Negativa eingeschlagen, so Anatta, nicht selbst. All das, was mit bedingten Phänomenen, mit Zuständen und Vorgängen, Aktivitäten zu tun hat, die eben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, ist nicht, wer wir sind. Er hat keine Substanz. Ne? Die Substanz, der Eindruck der Substanz kommt dadurch, dass wir das proaktiv bestätigen, ne? Dass wir also da eben kamisch wirksam sind. Kamisches Wirken, indem wir bestimmte Eindrücke bestätigen und irgendwo sagen, ja, das bin ich. Ne? Ich bin dieser Mensch mit dieser oder jener Charaktereigenschaft oder mit diesen Stärken oder diesen Schwächen und so weiter. Und dann oft ist das so ein richtiger Stempel drauf. Ne? Da passt nichts mehr rein. Anstatt zu sagen, hey, die Sache ist viel dynamischer, viel fließender. Wie gesagt, unser Citta ist Gott sei Dank nicht nur so resonanzfähig gegenüber, sagen wir mal, negativen Impulsen, sondern auch eben den heilsamen, den förderlichen Impulsen. Und das ist die Richtung, die wir einschlagen als Praktizierende im Dhamma. Ne? Wir orientieren uns zum heilsamen, förderlichen. Das ist also das Wirken von guten Kamma. Man sagt Kusala Kamma im Pali, wenn ihr ein Fremdwort dafür braucht, das sehr oft erwähnt wird. Kusala ist das Heilsame, Akusala ist das Unheilsame. Wir wenden uns also bewusst ab von den unheilsamen Tendenzen und Neigungen, die wir haben, orientieren uns zum Heilsamen. Das ist auch wiederum erstmal vielleicht, man könnte sagen, eine Ansage. Und das muss natürlich näher untersucht werden und auf tiefen Wirkung gebracht werden durch solche Praktiken, wie wir sie hier tun, indem wir still werden innerlich und sehen die feineren Nuancen und die feineren Wurzeln auch. Kleinste, feinste Wurzeln für unsere Impulse, emotionalen Impulse und gedanklichen Impulse, dass wir sie schauen können als etwas. Ist das wert, dieses zu fördern? Oder ist es wert, dieses nicht zu fördern? Durch Erkenntnis zum Abklingen zu bringen? Das sind so die Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Und auf diese Art und Weise können wir dann so die Kammerlehre eigentlich zu etwas sehr Praktischem machen, ne? Unmittelbarem, ne? Was wir jeden Tag tun. Ne? Wir wirken ja jeden Tag. Wir sprechen jeden Tag. Wir tun Dinge jeden Tag. Wir haben einen Lebenserwerb, ne? Beziehungsweise ihr habt einen Lebenserwerb. Das Wort Lebenserwerb passt nicht so gut für Mönche. Aber wir haben natürlich aufgrund dieses Entscheids, ein Klosterleben zu führen und eben diese ganzen Feinheiten in ethischen Richtlinien und so weiter auf uns zu nehmen, sind die Grenzen und die Mitte sehr klar vorgegeben, ne? Was man tut, was man nicht tut. Aber auch den Mönchen und Nonnen bleibt es nicht vorbehalten, jetzt es dabei zu belassen. Ne? Der Buddha sagte, einfach darin zu vertrauen,
dass das Reinhalten der Ethik und so weiter und gewisse Rituale und Riten zu vollziehen, das nannte er Sila Bhatta Paramasa, also das Hängen und Haften an Regeln, Riten und das Wort Sila ist auch drin, oder eben an Ethik als Selbstzweck. Ne? Ethik reicht. Wenn ich ein schöner, braver Mönch bin, dann werde ich irgendwann erleuchtet. Aber nee, es ist nicht so leicht. Wenn es so wäre, würde ich das sofort tun. Da würde ich ab sofort total brav sein. Aber ich denke, es würde mir nicht gelingen, weil eben die Neigungen und Tendenzen eben zum Unheilsamen eben zugegebenermaßen, die wesentlich milder sind als noch vor Jahren, sind immer noch wirksam und müssen immer noch durchschaut werden. Ne? Vor allen Dingen die Neigung zur Verblendung, zum Nicht-Sehen-Können oder Nicht-Sehen-Wollen. Das ist dann so die Aufgabe, die ja, uns allen eigentlich bevorsteht. Und ich denke, wir sollten dieses Retreat benutzen, um das so ein bisschen ne, in Richtung Tiefenschürfung, tieferen Ergründens und Erkennens zu leiten.